Los geht's mit Shadow of the Tomb Raider, dem neuen Abenteuer mit Lara Croft. Ich bin übrigens der Sarazar und freue mich auf das Let's Play mit euch. Immer dieser Auftakt bei diesen ganzen Tomb Raider Spielen. Und wie gesagt, die anderen Teile könnt ihr auch auf meinem Kanal gucken. Und damit ein herzliches Willkommen, wo auch immer wir gerade landen. Zwei Tage zuvor. Verdammt. Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Gut, beeil dich. Oh, Backe, die arme Lara. Sieht nicht gut aus. Wir zocken den neuesten Teil noch vor Release. Okay. Die Grafik ist einfach der Hammer, schreibt der Kurt. Auf jeden Fall. Das sieht richtig gut aus. Was für ein Loch sind wir denn da gelandet, ey, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, zieh den Bauch ein, Lara. Ja, und wenn ihr mehr davon sehen wollt, haut doch mal den Daumen nach oben, wenn ihr mehr Abenteuer von Shadow of the Tomb Raider sehen wollt. Dann weiß ich mal, was euch besonders gut gefällt. Heiliger. Wie sind wir denn in das Loch gekommen? Wir sind noch mit Flieger abgestürzt. Aber das war ja zwei Tage zuvor, stimmt. Die muss ja hier... Oder jetzt ist es alles zwei Tage zuvor viel mehr. Das ist ja echt... Richtig eng. Die gute alte Spitzhacke. Wie mehr der Kletterhaken. Sieht einfach Hammer aus. Also wirklich richtig, richtig geil. Bisher der erste Eindruck, macht Laune. Wie gesagt, zwei Tage zuvor, vor diesem Flugzeugabsturz. Und wir befinden uns hier in irgendeinem Tunnelgewölbe. Ich weiß noch gar nicht, wo wir genau sind. Sieht auf jeden Fall unsympathisch aus. Und es kommt noch besser daher als die vorherigen Teile. Das sieht man schon direkt grafisch. Jonah, ich bin draußen.
Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Wunderschön. Guck mal, wie die Lichter sich da brechen und so. Da fühlt man sich wirklich wie in so einem riesigen alten Höhlchen mit nur ein paar Leuten, die irgendwie aufgespießt wurden. Ach, sympathisch. Kommt man sich direkt heimisch vor. Lara sich sicherlich auch. Okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal lernen, wie das geht. Vor allem will ich jetzt die ganze Zeit die Spider-Man-Steuerung anwenden. Spider-Man könnt ihr auch aktuell auf meinem Channel sehen. Und noch viele weitere Games, die jetzt rauskommen. Es wird sich lohnen. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach mal abonnieren, followen bei Twitch oder wo auch immer. Und Glocke ist ja auch immer viel wichtiger, ne? Oh, Heiliger. Okay, Lara, noch eine Etage höher. Den kletter ich lieber hoch. Dann mache ich keinen Sprung. Wer weiß, wo das endet sonst. Huch. Muss ich gerade meinen Kopf mitdrehen. Drücken Sie nach vorne und drücken Sie X, um zur nächsten Kante zu springen. Okay, also mit X können wir einfach mal zur nächsten Kante springen. Weiß gar nicht, die Steuerung, ob die sich jetzt groß verändert hat zum vorigen Teil. Aber man muss ja eh wieder reinkommen erstmal. Ist ja auch schon was länger her, als wir den gespielt Jonah, haben. Ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs. Bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Wow. Oh, was haben wir denn da Schönes? Aber weißt du was, bevor wir hier lang gehen, gucken wir erstmal gerade noch hier, ob da nicht irgendwas Geheimnisvolles ist. Hier können wir nämlich auch hochklettern oder runterklettern, theoretisch. Wo soll es denn da noch lang gehen? Oh Gott, nee, doch besser nicht. Das sieht auch heftig aus, da dieser Schädel. Sieht alles nach Maya-Kultur aus. Ein bisschen, ne? Soll ja sich auch so ein bisschen an Tomb Raider 1 anlehnen und die ganzen alten Teile. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Verwischt hier seine Spuren. Oh oh. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Nein, es braucht! Komm jetzt! Okay, ich würde sagen, wir müssen laufen. Los! Ja. Los! Schnell! Komm schon! Ich drücke einfach da vorne. Ali Hoppa. Raus mit dir, Lara. Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja. Rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Irgendwo in Mittelamerika.
Mexiko tippe ich mal drauf. Oh, da steht's doch auch. Cozumel, Mexiko. Freunde. Die haben hier eine ganz große Totentradition. Ich war ja auch schon mal in Mexiko. Habt da Vlogs gedreht, falls ihr euch das mal reinziehen wollt. Sehr christlich geprägt, mit ihren eigenen Einflüssen. Und natürlich auch den Einflüssen der Indianer, der Maya-Indianer, die dort gelebt haben. Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Was? Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Maskenball. Ja, die Untertitel, da kann man sich natürlich drüber streiten. Ich habe sie mal angelassen, weil viele halt auch Trinitys schreiben. Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Ja, weil viele auch nicht so gut hören können. Wurde mir jetzt auch gerade noch mal in den Chat geschrieben, bitte lass sie an. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Gracias, Jonah. Okay, wir sollen Dominguez finden. Hier haben wir eine Karte. Da vorne müsste der irgendwie sein. Das sieht ja auch ganz nice aus hier mit der Karte. Wir sind jetzt mal in diesem wunderbaren Dörfchen in Mexiko, Freunde. Und haben auch 2000 Goldstücke. Ich habe übrigens auch diese ganzen Bonus-Packages hier bekommen. Vielen Dank nochmal an Square Enix, die haben das Game zugeschickt natürlich, netterweise. Deswegen können wir auch vor Release spielen, sonst wäre es ja kaum möglich. Suchen wir weiter. So, gucken wir uns hier erstmal um auch, oder? Das sieht ja so schön aus, richtig geil und dieser ganze Aufwand hier. Ach, das viele Essen lässt meinen Magen knurren. Du hättest was essen sollen. Ich war zu aufgeregt. Wie üblich. Erinnert mich ein bisschen an den Film Coco. Bitte, bitte, probieren. Riecht sehr lecker. Oh, hast du jetzt Zeit zum Essen? Ich passe mich an. Jetzt werde ich schon gefragt, machst du das auf 100%? Weiß ich noch nicht, glaube ich nicht. Erstmal in erster Linie die Story durchspielen und gucken, wie es ist. Müssen wir ja noch rausfinden, aber bisher erster Eindruck ist super und mache ich auch ein bisschen von eurem Feedback ab. Ganz gut, solange ich nicht dran denke. Jugend ist bei den Jungen verschwendet. So sagt man. Bei mir nicht. Ich hatte eine wilde Jugend. Mhm, ja, so siehst du aus. Da vorne müssen wir hin. Es gibt hier auch so eine Art... Oh, guck mal, da unten kann man sowas mitgehen lassen, Leute. Ha, haben wir direkt was gefunden. Medizin mal eben so. Klauen wir hier direkt auf dem Marktplatz. Wir werden ja nicht erkannt. Guck mal hier, gibt's noch mehr. Ressourcenkiste. Ha. Gut, dass wir uns hier mal umgeschaut haben. Gerade wurde direkt belohnt. So, aber da vorne, wie kommen wir denn jetzt da rum? Müssen wir hier so vorne vorbei?
kann man doch gar nicht durch. Hier sind viel zu viele Sachen am Stehen, oder? Komm mal, fassen wir nicht durch. Der Kühlschrank wollen wir jetzt noch nicht hinter dem Stand uns hermogeln. Einfach so, es wäre ein bisschen ungehobelt. Lalalala. Müssen wir wahrscheinlich das außen rumgehen, ne? Aber wir haben ja lecker noch was abgestaubt hier. Tja, unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Der Tequila. Oh, was können wir hier? Oh, guck mal. Wunderkerze. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Jonah, er ist am Tor. Ich sehe ihn. Das ist die Zielperson. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Ja, und der Turbo-Sultan schreibt gerade hier, Jonah, 2 Euro für die Lehrer mit der Crow-Maske. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Ja, ist was dran, Alter. Oh. Jonah ist ein Überlebenskünstler und guter Freund. Ich habe ihn vor einigen Jahren bei meiner ersten Expedition an Bord der Endurance kennengelernt. Er brachte mich gleich bei unserer ersten Unterhaltung zum Lachen, indem er mich kleiner Vogel nannte. Wir haben seitdem viel durchgemacht. Und Jonah war immer für mich da, seit der Kontakt zu meiner besten Freundin Sam abgerissen ist. Er begleitete mich nach Kites und half mir, die göttliche Quelle zu finden, das Artefakt, nach dem mein Vater gesucht hatte, als er getötet wurde. Nachdem ich die göttliche Quelle zerstört hatte, um zu verhindern, dass die Trinity in die Hände fällt, hat mir Jonah dabei geholfen, den Orden Zelle für Zelle zur Strecke zu bringen. Als ich die Notizen meines Vaters vollständig entschlüsselt hatte, hielt Jonah Cozumel für den besten Ort, um unsere Suche zu beginnen. Und obwohl ich ihm anfangs nicht geglaubt habe, hatte er recht. Die Ausgrabungsstätte in Cozumel war als einzige noch nicht zerstört. Und jetzt weiß ich auch warum. Trinity weiß, dass noch ein Teil des Puzzles fehlt. Ich muss rausfinden, was es ist, bevor sie es tun. Ja, und wer auch die letzten Teile geschaut hat bei mir oder selber gezockt hat, der wird Jonah ja auch kennen. So, weiter geht's. Schön, dass er dabei ist. Ich finde das Design bisher echt sehr, sehr cool. Super gemacht. Und mit Spider-Man und Tomb Raider, so die Eröffnung jetzt der Spielesaison, da kommen ja noch viele weitere Games jetzt. Verzeihung. Bist du echt mal? Hatten Sie den Hohen Rat kontaktiert, Commander? Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an Ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Mhm. Das hört sich ja interessant an. So, wo müssen wir weiter? Nach da vorne, oder was? Hier können wir nochmal reinsnacken und mit dem reden. Wir haben es nie in die Flitterwochen geschafft. Mein herzliches Beileid. Vielleicht mache ich die Reise allein. Oh, seine Frau ist gestorben. Bevor sie in die Flitterwochen gekommen sind, scheinbar. Hier die Toten, das erinnert mich wirklich. Also das ist ja eine Riesentradition in Mexiko und das ist total interessant, finde ich. Die Masken. Wir vorne lang gehen, nur da hinten, oder? Wir können uns da durchquetschen auch noch. Aber vielleicht ist hier noch irgendwas. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Da sitzen die Leute so. Gehen wir mal hier hinten lang. Man kann übrigens nicht laufen oder sowas, ne? Nur zur Information. Wir schreiten hier erstmal so durch. Verzeihung.
krasser Anfang. Man spielt Jonah, bisher noch wenig. Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, ja, du hast recht. Upsa. Disculpe, mein Fehler. Hier kann man nichts mehr mitnehmen. Oh, was ist denn da? Die sind nur einen am Trinken. Ein Cerveza, gönnen die sich. Sollen wir hier noch irgendwas machen? Da poppt doch gerade sowas auf, oder? Nee, scheinbar nicht. Okay, ich will ja alles mitnehmen, wenn es geht, ne? Also ich bin jetzt nicht der Ultrasucher, aber was ich mir anschauen kann, schaue ich mir gerne an. Feuerwehr. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Na, da bin ich ja mal gespannt, was wir für Informationen bekommen werden. Doktor, son muchos esos hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Ich finde die Atmo auch super. Melek, richtig gut. Schön, dass du mitschaust. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Das Gute bei Spielhelden ist ja, dass die auch nicht altern, ne? Hey, Meister. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Wir wollen nicht stören. Bei den Geschäften. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Okay, da müssen wir hin. Im Schatten. Ein anderer Weg in die Ausgrabung finden. Alles noch ein bisschen Tutorial. Aber gut gemacht. Ich find's cool, dass es auch nicht direkt mit der harten Action beginnt, sondern man sich erstmal so einspielt. Und jetzt hier, ihr Outfit. Das obligatorische Lara Croft Outfit. Wo es verändert, haben sie es auch nicht vom Look her, ne? Bisschen anders vielleicht. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide. In so einer Art Höhle. Faszinierend. Oh oh. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte. Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Gebiet untersuchen, okay. Es ist deine Schuld. Mir passiert, Mann. Bin wieder abgeladen. Vorsicht. Wann bist du denn endlich fertig? Wir müssen zurück. Keine Zeugen. Nein, bitte, nein. Irgendwelche letzten Worte? Warte, warte. Ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag.
wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Okay, haben wir das auch gelernt. Ich tue dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Ups, hab ich mich verklickt. Wollte ich doch mal reinschauen hier. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Den Überlebensinstinkten. Wer weiß, wann wir das noch gebrauchen können, den Kram. Müssen wir ja jetzt mal auch reinkommen, alles lernen hier. Kriegen jetzt erstmal die Steuerung noch beigebracht und so weiter. Ihr merkt das schon. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen spielen. Vorher war das ja sehr zwischensequenzig, auch wenn es mit Gameplay behaftet war. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Aber das finde ich gar nicht so schlecht. So, die Sachen nehme ich alle mit. Wie gesagt, Bier ist zumindest. So, Bergungsgut. Und jetzt nochmal hier das Wendelchen hoch. Kann so gut, die ist quietschfidel. Das sind die Helden von heute. Sehr gute Kletterer. Also wenn ihr Held werden willst... Ich kenne diese Figur. Das ist X-Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chuck-Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chuck-Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Das ist ein schöner Schädel da eingemeißelt. Ich muss da runter. Okay. Oh, cool. Oh Mann, ey. Ja, da wollte ich mich gerade mal mit der Steuerung ein bisschen vertraut machen. Nochmal so, wie man sich so an Wände hangelt und so. Und dann ist mir so ein kleines Malheur passiert. Also, ich muss da runter. Und jetzt nach unten. Abseilen. Okay. Okay, das müsste gehen. Ja, das war's, vorbei, das Spiel. Let's go. Oh. Okay. Jetzt ein bisschen muss man sich konzentrieren. Hier ist Commander Rogue. Sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. So, jetzt nicht nochmal denselben Fehler machen, ne? Also an den Dingern abspringen. Ich weiß nicht, ob das schon drauf hat. Zack. Ah, jetzt läuft der Hase. Wow, da geht's tief runter. Und let's go. Zack. Nein. Boah, das war knapp. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Okay, ich mache jetzt erstmal nichts, was er mir nicht sagt. Weil normal konnte sie ja vorher auch immer so von Klippe zu Klippe springen. Scheiße! Oh. Halt dich gut fest. Lara, liebe Lara. Okay, jetzt der Wandlauf. Genau, habe ich mir fast gedacht. Und wups. Da hängt sie doch. Und jetzt hier rum. Um diese wunderschöne Klippe. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Das sieht doch mega geil aus, ey. So. Wo ist denn da was? Da unten müssen wir rein. Okay, würde ich sagen, machen wir nochmal einen Abseilakt, ne? Und da jetzt mit Schwung. Okay, halten Sie L2 oder R2 und benutzen Sie dann, um Schwung zu holen, okay? Alles klar, das kriegen wir hin. Das wollte ich wissen, wie das geht. Sehr schön und hoppidi! Boah, war schon fast zu knapp, ey. Das ist noch ein bisschen mehr. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge.
Nochmal kurz diesen tollen Schädel anschauen, Leute. Und rein geht's in die gute Stube. Hoppi. Oh, cool. Dickröhrling. Pilz mit brauner Kappe und dickem Stamm. Verbessert die Ausdauer. Ist in letzter Zeit viele Pilze in Spielen, ne? Es kam auch ständig. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Vorsicht, Ratten. Die Lara schreckt vor nichts zurück. Ich glaube, die könnte alles. Okay, mit einem Seil zielen. Zielen Sie mit L2. Ach so, das kenne ich doch noch von früher. Und jetzt rupp damit. Das wusste ich doch. Das ist auch von dem... Oh, ein Wandgemälde. Untersuchen Sie das Wandgemälde, um Ihren alten Dialekte zu verbessern. Ihre alten Dialekte. Also die Sprache wahrscheinlich der Maya, damit wir wissen, okay, Leute, yo. Können das jetzt ein bisschen besser? 11% dazu gewonnen. Na, mega. Herz der Schlange. Darstellung einer Reise in das wunderschöne Maya-Land. Guck mal hier auch. Ach, die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Das ist ja toll. Oh, guck mal hier. Alles klar. Richtiger Chiller hier. Chiller, ja. Das hätte ich kommen sehen müssen. Glück haben wir uns da nicht rein manövriert. Da können wir doch bestimmt auch was machen, oder? Hier. Sieht doch so aus. Kann ich das vielleicht mit dem Anzieher oder so? Flöte der Dunkelheit. Die Flöte der Dunkelheit. Oh mein Gott, oh mein Gott! Ah? Aber ist schon geil, wie wir hier durch die dunklen Höhlen kriechen. Was ist das hier? Das hat schon echt was von den alten Tomb Raider-Teilen. Überlebensinstinkte mal verwenden. Sollte ich eh öfter machen. Werde ich noch oft vergessen, sage ich euch ganz ehrlich. So, da haben wir nochmal 15 EP uns gegönnt. Hier liegen auch nochmal ein paar Pilzchen. Zellen. Guck mal hier im Knast. Gefängnis sind wir gelandet, Leute. Dann joggen wir mal gemütlich hier rüber. Junge, Junge, das sieht schon schön aus mit der Wasserreflexion und so. Wie gesagt, PlayStation Pro. Hochauflösende Grafiken kann man auch einstellen. Läuft ganz solide. Minimale Ruckler hat man schon vernommen in den Zwischensequenzen, aber sonst, das ist, glaube ich, echt... Die Grafik hinnehmbar. Jo, was haben wir denn da wieder? Schönes Gepäckchen hier. Ja, und Lara sieht gut aus, natürlich, Leute. Was kommen wir denn hier hoch? Gar nicht? Das sieht ja so aus, als würde man hier. Ah, hier, guck mal. Boah, ist schon verdammt dunkel. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Ich glaube, wir kriegen bald mal eine Fackel oder sowas. Mit ein bisschen Licht oder Laterne, Taschenlampe. Ich nehme gerne alles, was er gerade hat. Ne? So, guck mal, was denn hier Schönes. Ah. Wieder unsere Sprache verbessert hier. Ein Keramikgefäß. Mam. Heißt das? Okay. Nur hier ein bisschen Licht. Der Mondschein, der durchdringt. Liegt denn da nur Geröll? Oh, da liegt doch eine Hand. Guck mal hier. Seht ihr die Hand, die da rauskommt? Eieiei. Ja, ein bisschen umschauen muss man sich auch immer, Leute. Wie gesagt, das Design auch mal genießen. Fehlende Ausrüstung. Für den weiteren Fortschritt ist das verstärkte Messer erforderlich. Hab ich noch nicht. Mensch. Gehen wir hier rum. Da gibt's auch noch ein paar Pilze am Boden. Gönn ich mir. Haben wir sonst noch irgendwas übersehen? Oh, ich sehe schon die ganzen Kommentare. Du wirst das, das und das übersehen, Saraza. Hui.
wir müssen eigentlich auch nach unten hin. Aber wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Wem waren wir jetzt alles eingesammelt? Da unten? Mit da ins Wasser hüpfen? Mach das einfach mal. Wow. Während des Schwimmens halten Sie X, um aufzutauchen. E, so kann ich auftauchen und untertauchen. Oh, guck mal, da kann man was mitnehmen unter Wasser. Zack, abgeknibbelt. Mal gucken, wie lange ich die Luft anhalten kann. Oh. Heiliger! Zum Glück ist sie recht schlank, die Lara. Was war das denn für ein Aal? Er hat seinen Aal ausgepackt. Boah, Alter, das kann doch nicht gut gehen so ewig, oder? Da waren Luftblasen durch, die kann man durchschwimmen, glaube ich dann. Da kann man hochschwimmen. Voll angenehm. Guck mal. Das ist ja der Trick 17 mit so einer Tauchglocke oder so. Ich verstehe, hier lernen wir jetzt wieder schwimmen. Boah. Junge, Junge, Junge. Bleib du mal cool. Zum Glück ist es kein Zitteraal. Die haben ja noch so Elektronikteile. Oh. Okay, ist schon ein bisschen anstrengend jetzt hier. Vorsicht. Boah. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und da eingesperrt werden, ey. Das ist richtig assi. Kein Aal, das ist eine Moräne. Absolut richtig. Das ist eine Moräne. Sehen sich aber auch ein bisschen ähnlich. Da kann das mal passieren. Shit. Alter. Lara. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Der Aal unterm Rock, genauso. Was geht dir, RE Life, alter Insider? Und das hat sie überlebt, die Lara. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier Schönes? Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Fähigkeitspunkt. Wir wurden ja noch gar nicht eingewiesen in die Fähigkeitspunkte. Wo kann ich das denn machen? Werden wir bestimmt gleich noch. Ich habe nur so viel gefunden schon, dass ich wahrscheinlich jetzt hier... Kriegen wir bestimmt gleich noch erklärt. Oh, Taschenlampe. Warum sagst du das denn nicht gleich? Warum sagst du das denn nicht gleich? Wie mache ich die denn an und aus? Oh. Ich habe gerade mich so auf die Taschenlampe konzentriert, also machen wir lieber so, hier Messerchen, zack, geht's da. Das war aber auch eine asoziale Falle, Leute, ich habe mich richtig ein bisschen erschreckt. Jo, 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 und jetzt können wir da drüber, drunter wahrscheinlich, ne? So, ja, kann sie, kriegt sie hin, auf einziehen, Lara. Geiles Game bisher, ne? Echt? Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Ich soll zur Spitze der Pyramide gelangen. Das ist nicht gut. Oh, je nachdem, wie man es ausrichtet. Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Das könnte interessant werden. Okay, schnell die Glocke hoch. Bevor die Glocke läutet. Zack, und jetzt hier. Yeah. Das haben wir gut gelöst. Boah, wie dunkel ist das, ne? Und guckt euch das mal an. Hatte echt Horrorelemente fast schon. Oh Mann, Freunde. Da sollen wir nach oben, okay. Ist hier noch irgendwas Schönes? Ne, versperrt. Wollen sie es nicht reinlassen? Hier gibt's irgendwas. Hartholz. Überlebensguide. Guck mal, 6 von 35 Hartholz haben wir schon gefunden. Das war super. Freut man sich doch. Hier, Fähigkeiten. Hier kann ich noch ein bisschen links, rechts. Da kann ich mir das alles nochmal angucken. Artefakte, Überlebensguide. Werden wir bestimmt gleich noch eingewiesen, oder? Gehen wir bestimmt gleich. Gehen wir jetzt erstmal hier hoch, die Pyramide. Brauchen Lara, jetzt. Wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran.
Sympathisch, wie die Leute hier hängen. Das ist doch noch was für uns. Nimm ich mit. Ich muss irgendwie die Glocke anheben. Ah. Oh, ich verstehe. Wir müssen erst das... Ja, wir müssen erst das Ding da wegmachen. Und adios. Haha. Ta-da-da-da-da-da. Jetzt noch wieder Indiana Jones Filme gesehen. Ey, ich mag ja sowas so gerne. Ich finde sowas richtig geil, diese Abenteuerspiele und Geschichten. So, jetzt müssen wir da nach oben. Da vorne können wir so rüber. Okay, ich verstehe. Jetzt hier, da muss er aber schwungvoll vorgehen. Wow. Was? Aber ich glaube, ich bin bei keinem Tomb Raider so oft am Anfang gestorben wie jetzt hier. Verdammt, ey, was habe ich falsch gemacht? Ich hing da noch dran, aber irgendwie hat sie nicht zu greifen an der Stelle. Okay, warten wir mal erstmal, bis der hier in Ruhe zurückgependelt ist. Und jetzt probieren wir nochmal hier. Komm, jetzt hat's geklappt. Ach du Scheiße, ist aber auch doppelt, Assi. Schön, das haben wir gut hinbekommen. Wow, das ist richtig tricky hier. Finde ich geil. Okay, hier gab es diese Verbindungsdinger, ne? Da müssen wir einfach auch dran feuern, glaube ich. Habe ich noch in Erinnerung. Ah, ne, falscher Pfeil. Sorry. So. Jetzt kann sie sich hier so lang schlängeln, die Gute. Ohne Taschenlampe. Ich hoffe auf viele Rätsel und gemeine Fallen, schreibt Rossi. Schön. Ihr wollt immer die Belustigungssachen sehen, ne? Wenn ich so verkacke, kommt viel besser an, als wenn ich das Spiel gut spiele. Ich sollte einfach nur noch verkacken. Das passiert ja leider automatisch. Wow! Habt ihr es gesehen? Siehst du, ich habe nicht verkackt. Erstaunlicherweise. Ha! Diesmal nicht, Falle! Ich habe dazugelernt. Diesmal nicht, du Falle. Diesmal kriegst du mich nicht. Okay. Und jetzt hier der Absprung. Ups. Das weiß ich. Da drüber. Zack, zack. Ja, so läuft der Hase. Die Plattform hängt fest. Ah, muss ich mal schieben. Was können wir hier machen? Was, wenn wir da drauf springen einfach? Nicht genug Gewicht? Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Moment mal. Das können wir doch jetzt bestimmt rausziehen oder so, ne? Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Guck mal, hier holen wir uns erstmal noch das Gepäck. Können wir hier noch machen? Können wir das irgendwas aktivieren? Ja, können wir tatsächlich. Was ändert sich ja nichts mehr. Wir haben das Seil durchgeschnitten auch. Das ist ein Fehler. Okay, da passiert überhaupt nichts. Das müsste ich jetzt irgendwie verbinden. Das war vielleicht nicht so gut, dass ich einfach das Seil abgeschnitten habe. Aber warte mal, vielleicht kann ich das neu verbinden? Ah, das würde ja auch nichts ändern. Oder ich müsste es drehen tatsächlich einfach nur. Ja, jetzt connectet der das nochmal. Und jetzt drehe ich einfach nochmal dran. Ja. Ändert jetzt aber auch nicht so viel, außer dass die Plattform sich jetzt dreht. Seht ihr das? Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Aber was soll... Wieso... Wie sollen wir so diese Trümmer zerstören? Wir müssen irgendwas auf die Plattform platzieren, sodass wir da diese Trümmer rumwerfen können. Ne? Die Trümmer vor allem. Die Trümmer. Hm, das heißt... Aber wie soll ich das denn anstellen? Verstehe ich gar nicht. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Was ist hier noch für ein Hinweis? Ich kann das Ding drehen.
mir das nochmal an, wohin sich's dreht. Du übersiehst etwas. Ja, irgendwas übersehe ich. Guck mal hier. Ach! Ja, gut. Hätte ich hier lange rumprobieren können. Ich habe einfach nicht gut in die Ecke gekriegt. Aber jetzt haben wir es. So, und jetzt können wir das Ding drehen und da müsste der Wagen ja theoretisch schon die Trümmer zerstören. Ich habe es komplizierter gemacht, als es sein müsste. Oder? Oder? Kommt der da rum? Und jetzt muss ich den noch da dran schieben. Und dann mit dem verbinden, ne? Und dann kann ich den hochrollen. Moment, das mache ich jetzt. Verstehe schon. Gut gemacht. So, das eine Seil hat sich automatisch gelöst. Wie auch immer. Jetzt ist er in die richtige Richtung. Müssen wir den nur noch ranziehen. Ah, andere Richtung. Okay, hochkurbeln das ganze Ding. Oh ja, yeah. Erstmal verbinden. Und jetzt theoretisch eigentlich nur dieses verdammte Seil lösen. Adios! Und das müsste funktionieren. Juhu! Heiliger! Bong. Perfekt. Das war doch sauber. Aber erledigt. Hier oben können wir noch was abzippeln. Oder springe ich doch lieber rüber? Ich dachte, ich könnte einfach so runterhüppeln. Das macht es aber nicht automatisch, die Lehrer. Okidoki. Was soll ich denn jetzt? Moment mal. Schaue ich mir jetzt mal gerade von hier an. Ich muss hier die Leiter hoch, dann kann ich doch viel besser hier rumrennen. Muss ich doch gar nicht auf das Ding drauf. Mehr. Oh. Zack. Haben wir hinbekommen. Haben wir hinbekommen. Okay, weiter. Durch diese düsteren Katakomben. Okay, da können wir uns... Nee. Doch, hier komme ich dran. Fledermäuse! Hat sie ja nur schon 1 Million Mal gesehen, sie erschreckt sich trotzdem noch. Aber das Game ist schon ziemlich düster, ne? Muss man wirklich sagen. Hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X'Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami... Ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden.
ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chels Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Laura, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Hau schnell ab, Lara. Oh oh. Dieses Teil ist mächtig. Was habe ich getan? Naja, vielleicht war es die einzige Möglichkeit, bevor Jonah, die das Ding kriegen. Geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell. Okay, hier ist noch was zu mitnehmen. Das soll man sich entdecken. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir tun. Ah. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Okay, der wird dran glauben müssen. An der Wankelwand in alles gut. Krass, wie getarnt die ist jetzt, ne? Super. Ja. Adiossi. Lautloser Kill. Läuft's mit der Pumpe? Immer noch seine Sachen mit? Pumpe ist ausgepumpt, seine Pumpe zumindest. Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Müssen wir lachen. Moment, kurz hier. Scan. Oben. Wenn wir hier hochgehen, doch, können wir besser. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen, Blödmann. Komm und hilf mir mit der Beleuchtung. Was auch durch den Matsch wartet. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Voll krass. Inspektoren kommen. Bereit machen. Sei eins mit dem Busch, hat der gute Schlumpf hier gerade geschrieben. Okay. Von da zum nächsten. Und von da zum nächsten. Und dann dezimieren wir einen nach dem anderen hier. Bitte nicht schreien. Verdammt. Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Fast geladen. Was können wir denn hier machen? Objekte können geworfen werden, um Feinde abzulenken. Was läuft da am Tor? Die Archäologen sind da. Jetzt schon? Ja, Operation Blackout läuft derzeit vor dem Zeitplan. Hey, ich check das mal. Irgendwas stimmt nicht. Nummer eins. Oh, scheiße. Das wollte ich doch gar nicht. Guck mal, direkt gegen meine Waffe. Verdammt. Ja, ey, Alter. Okay, das ging dann noch ein bisschen schneller, als ich erwartet hatte. Wird mir einmal kurz eingeblendet, wie ich die Waffe wechsle. Ich sehe mal nach dem Generator. Wir brauchen später Licht, wenn Dominguez runtergeht. Da wo drin sein mag. Inspektoren kommen. Bereit machen. Verdammt. Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Okay, probieren wir nochmal. Keine Sorge, krieg ich hin. Lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. So, hey, und jetzt haben wir den doch voll abgelenkt da eigentlich. So, warum können wir den einen da nicht mal eben um die Ecke bringen? Spider-Man hätte das locker funktioniert. So, wenn ich jetzt hier nochmal drauf gehe. So, und jetzt Waffenwechsel. Ja, jetzt ist das Problem so. Jetzt. So, Ende. Hätte das weiter nach hinten werfen sollen, ne? Dann hätte es besser geklappt. Gibt's ja auch noch Flaschen und alles. Hätte ich die noch gut rumführen können. War noch gar nicht geplant, dass ich einen Kampf gewinne, wahrscheinlich.
Im Spiel her. Was ist das hier so? Du hast keine Privilegien mehr. Da werden welche erschossen. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen. Und Städte gesichert. Ich muss schnell sein. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizeifunk an. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Burg und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Wir haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Was haben sie jetzt davon? Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Oh oh. Basislager, hier ist Gamma-Leader. Wo bleibt die Verstärkung? Jetzt habe ich keine Ahnung, wie sich was das hier verhält mit den Attentaten. Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Gehen wir mal hier Teil 2 des Plans. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungelvieh erschossen. Aber da sind noch mehr. Wir halten sie auf, solange es geht. Das haben sie jetzt nicht gesehen. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Die haben auf jeden Fall recht hohe Reichweite. Bitte kommen, Basislager. Sehr schön. So läuft der Hase. Zum nächsten Raster. Verstanden. Adios. Noch ein lautloses Kill. Sind das die Benzinkanister für die Belagerung? Ja, vor 5 Minuten angekommen. Ist es klug, sie so nah an der Mauer zu lagern? Wie gesagt, sie wurden gerade erst geliefert. Wir bringen sie später noch tiefer rein. Ich hab gemacht! Ich hab's bereit! Oh oh! Über weitere Schüsse bestätigt. Da oben ist ja noch einer gewesen. Sichtung bestätigt! Es ist Croft! Angriff! Scheiße, jetzt wird's eng! Dominguez will sie lebend! Oh nein! Sie tötet unsere Leute! Scheiße! Verstanden! Ziel gesichtet! Es war aber mies, dass da oben einer kam. Das war doch so geplant, oder? Ciao, du Penner. Scheiße, da sind noch mehr. Mal kurz nachladen. Zack. Da sind noch mehr. Wo kommen denn noch mehr hier? Das Bildstück macht hier so viel Ärger. Das war knapp. Gib auf, solange du noch kannst. Bringt es zu Ende. Wir brauchen sie lebend, der schießt sie. Ja, geilster Kommentar. Oh. Da oben war das schon. Habe ich nicht gesehen, den kleinen. Gib mal Gott sein Täschchen leer machen hier. Meinst du jetzt auf den Abkommen rein? Da Löcher, Lady! Du Arschloch! Ihr sollt vielleicht nicht so viel Munition verschwenden. Guck mal jetzt. Aber die haben ja ein bisschen was für uns bestimmt hier. Komm. Guck mal, in den Taschen ist. So, gibt's hier noch wen? Da vorne liegen noch jede Menge von denen. Weiter rein in die Manege hier. So, bestimmt noch irgendwas, was ich an tollen Teilen übersehe. Guck mal, zum Beispiel hier. Ah, da wird man schon ein bisschen gierig mit dem Suchmechanismus hier im Game. Was kann man damit machen? Kann man das in die Luft jagen? Ja, ne? Oh, sorry Leute, wollte eigentlich noch ein bisschen einen Blick bauen. Das wäre natürlich auch ganz gut gewesen. Müssen wir uns mal merken, dass da so Sprengdinger auch sind an der Seite. Gab es hier noch irgendwas? Nee, da haben wir alles geguckt. Okay, hier der Typ, den haben wir noch nicht mitgenommen. Ey, lass mich nicht entgehen. Hier will ich gerne durch. Mal auf die Tür. Zack. Ah, mach ich auch mal bei mir zu Hause, wenn ich Schlüssel vergessen habe. Da ist sie. Ja was? Wir hauen eben 8, 9 Leute von denen um, der eine schafft. Stopp. Tut dir nichts. Oh Mann. Lara Croft.
hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Der Schlüssel von Chuck Chell. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X-Chell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Gott. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Dunkle Seite von Lara Croft. Die Säuberung hat begonnen. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Ach du Heilige, wie krass. Erst der Tsunami, dann der Sturm. Dann die Erdbeben, dann der Vulkanausbruch. Die Apokalypse ist eingeleitet. Weltuntergang. Ach du Scheiße, und ich muss das steuern. Oh Gott. Das erinnert mich an den Film The Impossible. Auch ganz schrecklicher Film mit dem Tsunami von Thailand damals. Sehr traurig. Und jetzt liegt es an Lara und Trinity, den Weltuntergang aufzuhalten, so scheint es mir. Oh. Halt dich an der Palme fest. Irgendwo hoch, irgendwo hoch. Schnell nach oben irgendwie kommen. Komm schon. Ja. Lara! Enttäusch uns nicht! Luftblase. Oh mein Gott. Der Tsunami reißt alles nieder. Kommen wir hier durch? Also bisher richtig geiles Game. Haut mal den Daumen nach oben. Weil es euch gefällt und ihr mehr davon sehen wollt. Schnell hier raus. Moment. Das war doch richtig, oder? Na, da vorne. Du Scheiße, durch die Bahn? Soll doch ein Witz sein, oder? Scheiße. Kein Luftloch irgendwo. Okay. Komm schon, Lara. Und auf nach oben. Ich muss höher hinauf.
Sag ich doch. Kannst du mich da hochklettern? Und... Oh, Backe, ey. Ist das krass inszeniert, wieder zu machen. Einfach richtig geil gemacht. Und Sprung. Und nochmal. Und jetzt festhalten. Okay, kleiner Jogging-Ausritt. Oh, nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte mich da dranhängen. Ich wollte mich an die Laterne hängen. Aber sie ist da nicht lang geschwungen. Ihr seid Zorbit X. Ja, der winkt mir da schön zu, der Blödmann. Da geht auch keinen Unterschied. Und Papi. So, und jetzt, Alter, was soll ich denn hier machen? Was soll ich denn hier drücken? Ja. Ey, ich will da an diese Stange springen, Leute. Ah, die springt da nicht dran. Ich muss da irgendwas anderes drücken. Dreieck, Viereck, Kreis. Nein! Oh mein Gott! Ich spring jetzt nochmal mit X einfach. Jetzt geht sie dran. Okay, jetzt hat sie gedacht. Komisch. Jetzt hier um die Ecke, oder was? Oh, meine Fresse. Ach du meine, Doppelsprung. Ah. Okay, das muss ich jetzt hier. Doppelsprung und zack, zack. Eieiei. Scheiße, ich konnte nichts machen, Leute. Ich konnte wirklich nichts daran ändern. Scheiße. Der arme Junge. Oh nein, den hätte ich natürlich gerne gerettet jetzt. Verdammt. Was? Jetzt wollte ich kurz mal darüber... Alter. Okay. Vielleicht kann ich den Jungen ja doch retten. Das ist ein bisschen over. Man hätte da jetzt mal eine Sekunde des so Andenken gebraucht für den kleinen Jungen. Aber gut, ist natürlich auch ein Tsunami hier am Start. Da kann man nicht warten. Komm mal, krieg ich den noch? Kann ich den kriegen? Kann ich den kriegen? Nein. Und jetzt Beeilung. Das eine Ding bröckelt. Sorgen gemacht. Es ist schiefgegangen. Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagt, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhalten. Ich bin an allem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein, 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 nein! Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay, aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn ihr die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug.
Das mit dem Jungen war schon krass und alle sind natürlich deprimiert. Weil die Welt kurz vor dem Untergang steht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wirklich krass. War gut gemacht. Amazonas, Peru und das alles war ja ein paar Tage davor, bevor wir in diesem Flieger unterwegs waren und den Flugzeugabsturz erlitten haben und wir kommen da mit dem Flieger. Ich denke, dass wir nach einem Vulkan Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet: Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frag mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Okay. Miguel, kannst du irgendwo landen? Ja, ich kann euch bei Kuvakiaku absetzen. Dann los. Das wird übel. Und ich glaube, hier erfolgt dieser Flugzeugabsturz vom Anfang. Festhalten. Wir sind ein bisschen wackelig. Als Helles geahnt. Okidoki, Freunde. Was machst du? Ich geh ans Steuer. Am Ende einen Lehrkurs machen. Wir wissen ja, wie blend das lief. Scheiße. Aber geil gemacht, ey. Wo sind wir jetzt? Lara überlebt, dürfte mal klar sein. Die hat immer Glück. Irgendwo in Peru. Im tiefen Dschungel. Wo ist... Ja.
Und Goku schreibt schon, was lernen wir daraus? Never fly with Lara. Da ist was dran. Harte Landung, nach Überlebenden suchen. Miguel, so ist der Pilot. Haben wir ja eine Erfahrung. Oh, guck mal, wie der hochrennt. Habt ihr gesehen? War das ein Äffchen? Dr. Pedro Dominguez ist ein Archäologe und Experte für die präkoloniale Geschichte der Maya. Mein Vater hat ihn in seinen Aufzeichnungen mehrmals erwähnt. Das ist die Spur, der Jonah und ich gefolgt sind, als wir nach Cozumel kamen. Seine Ausgrabungsstätte in Cozumel war einer der letzten Orte, die mein Vater vor seiner Ermordung aufgesucht hatte. Falls es da eine Verbindung gibt, will ich wissen, worin sie besteht. Ich dachte, Dr. Dominguez wäre nur der Anführer der hiesigen Trinity-Zelle. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass er sich als Oberhaupt des Hohen Rates von Trinity entpuppen würde. Nein, Dr. Dominguez doch nicht. Hätten wir nie gedacht. Dieser Drecksack. Aber jetzt muss er die Welt retten. Und wir auch. Wir müssen was unternehmen. Das ist ja schon sehr geil gemacht mit den Äffchen hier und Alter. Miguel! Die Grafik. Mega cool, auch die Soundkulisse. Das könnte ich gebrauchen. Das bewahre ich für später auf. Jonah! Hört mich jemand? Guck mal, diese coolen Vögel. Hallo? Jemand da? Irgendwo wird schon einer sein, Lara. Das sind irgendwelche Beeren. Naja, die Wunderblume. Gut, dass sie da ist. Hier können wir auch noch was mitnehmen, ein bisschen Holz. Ab rein in die Tasche, in die Fähre eingeht. Was ist denn hier? Wo sind sie? Ich muss sie finden. Oh, so verloren im Dschungel, das muss es ja auch sein. Aber das sieht einfach mega gut aus, oder? Da kann man absolut nicht meckern. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Das Leuchtsignal zu bewegen. Da vorne ist es. Harte Landung, Nebenmission. Die Artefakte, Pfad der Sterne. Überlebensguide. Okay, da werden wir uns noch mit beschäftigen. Da vorne ist das Leuchtsignal. Kommen wir an der Wand entlang. Ui, 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 ui. Gewagter Sprung, komm. Nimm dir die Eier ruhig mit. Wer weiß, wann wir das nächste Mal zu essen kriegen. Ach so, nur die Feder, wie früher auch. Kommt die da rüber? Schaffen wir nicht. Oder? Da will ich doch das nächste Mal sterben jetzt hier. Ich probier's ja. Trotzdem. Oh. Ich hab's geschafft, Mann. Das ist schon schwieriger geworden, auch von den Springen, ja? Und so, also... Brüllaffen. Manchmal schwer einzuschätzen. Ist auf jeden Fall besser als die vorigen Tomb Raiders normal. Natürlich auch angeglichen an das Jahr 2018. Boah, Brüllaffen, die können ja so laut sein, Leute. Ich sag's euch. Da denkst du, was geht denn jetzt? Hey! Was geht denn jetzt? Das kann doch nicht sein! Ey, jetzt ganz ehrlich. Also, das war jetzt mal wieder so eine Aktion. Da verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich kann doch nicht näher daran gehen, als ich ohnehin schon tue. Vielleicht wird das auch noch ein bisschen austariert. Ich weiß nicht. Ist ja noch vor Release, was wir hier spielen. Muss man auch mal dazu in den Raum werfen. So, jetzt nochmal hier den zweiten. Ja, schafft ihr. Aber ich musste doch dahinter rüber, oder?
Brüllaffen. So, hier lang wieder. So, und ich soll gar nicht darüber. Guck mal, ich soll mich hier lang weiter hangeln. Das ist das Ding gewesen. Das war mein Fehler. Aber da hätte ja ruhig mal nicht sterben müssen, sondern vielleicht ein da drauf hängen können. Hier muss jemand sein. Hallo? Jonah! Miguel! Hört mich jemand? Wo seid ihr? Okay, und jetzt kommen wir in ein Lagerfeuer und hier können wir wahrscheinlich skillen und so weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. Okay, Sucher verbessert Laras Erkundungs- und Beobachtungsfähigkeit, Krieger verbessert ihr Kampf- und Waffengeschick und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herstellungsfähigkeit. Okay, super. Fähigkeiten freischalten. Wählen Sie Fähigkeiten aus einer blauen, roten oder grünen Box aus. Fähigkeiten mit weißem Band wurden bereits gekauft und gemeistert. Dunkle Boxen werden freigeschaltet, wenn sie eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird. Okay, manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden und sind nicht käuflich. Alter Schwede, das ist mal ein Skillbaum hier. Kostet 2 Fähigkeitspunkte. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkt. Okay, da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten. Das haben wir schon. Kopftreffer-Zielunterstützung, das finde ich gut. Das nehme ich. Kopftreffer-Zielunterstützung ist eine tolle Sache. Was gibt's hier so? Ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen hier einlesen. Ihr seht das ja gerade. Automatisches Plündern von Feinden nach Lautlos-Kills, alles klar. Stellen Sie Lockpfeile her. Automatische Plünderung nach Lautlos-Kills ist auch sehr praktisch. Und direkt den Krempel mit. Können wir auch mal machen. Dann haben wir direkt die Krempel mitgenommen. Oh, voll logisch. Weisheit der Eule. Sehen Sie Artefakte? Das finde ich alles nicht, das bringt uns jetzt. Die Chance, Tiere zu finden, bla bla bla. Pfeilgift, Herzensbrecher. Es ist so Jäger-Style dann eher, ne? Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Oh, das ist doch gut. Das könnte ich gebrauchen, ey. Das würde mich schon retten. Reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen könnte ich auch gebrauchen. Dann wenn die Hälfte der Tode ja schon easy. Okay, da müsst ihr mir mal nachher unter das Video am besten schreiben, welche Skillbäume ihr da empfehlt. Vielleicht kennt sich da der eine oder andere schon ein bisschen besser aus. Setzen die ungepanzerten Feinde außer Gefecht, wenn sie ausweichen, dann kontern. Okay, da müssen wir erstmal ausweichen, kontern lernen. Oh. Vielleicht hätte ich das noch behalten sollen. Kann ich das? Nee. Okay, dann warte ich jetzt erstmal, bis ich noch einen hole. Das reicht ja erstmal. Und das andere wird erst noch freigeschaltet, hier am Flugzeugwrack. Da haben wir ja schon mal ein bisschen was bekommen. Guck mal hier rein. Lochbuch. Das ist das Logbuch unseres Flugzeugs. Miguel hatte sich Notizen über die langfristige Wettervorhersage gemacht. Die nächsten 3 Tage sollten heiß und trocken werden, mit Höchstwerten um die 30 Grad, klarem Himmel und wenn überhaupt nur leichtem Regen. Angesichts seiner restlichen Einträge hätte Miguel uns niemals hergeflogen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unwetters bei über 50% gelegen hätte. Aber es waren keine Unwetter vorhergesagt, geschweige denn schwere. Woran das wohl liegen könnte? Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Hm. Liegt denn da? Oh, guck mal, Frischlein. Hey, Alter. Alles gut bei dir? Wack, wack, wack. Hey, heute einen schönen Tag gehabt, hoffentlich. In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Ohne Werkzeug kann ich das nicht öffnen. Oh, schade. Müssen wir alles im Wrack abchecken. Hier, da vorne müssen wir rüber. Können wir hier vorne noch was gucken? Guck mal hier, da können wir drüber und ästeln. Oh. Ist da irgendein Sack am Hängen? Können wir den lösen? Haben wir noch keinen Bo oder so, leider. Wo geht der denn hin? Hey!
Lass mal hier lang spazieren. Oh, was haben wir denn da Schönes? Na, wunderbar. So, langsam kann ich's drauf. Ich brauche Werkzeug, um das zu öffnen. Ja, verdammt, da müssen wir da rein, du. Da müssen wir das Ding da lösen. Können wir hier einfach das Ding abschneiden? Ich brauche was zum Durchschneiden. Du hast ja noch nicht mal ein Messerchen, ne? Okay, dann gucken wir erstmal da. Das können wir ja abschneiden. Da haben wir sowas wie ein Messer, ne? Sensen war richtig. Oh. Dachte, baut sich schnell ein Messer. Aber dann war das nicht so eine tolle Idee. Okay. Einmal unter Wasser bitte. Da gibt es noch ein paar Sachen zu sehen. Hier vorne, habt ihr gesehen? Guck mal hier. Guck mal, noch ein paar Gebüsche häckseln. Komm. Könnte ich gebrauchen. Wackerblatt. Ich hole einmal kurz Luft. Und nochmal runter. Los geht's, Freunde. Oh, Kopf gestoßen. Unter Wasser geht's aber ja hoffentlich leichter. Weiß ich gar nicht. Ach, Moränchen ist back in the hood. Das finde ich nicht nett. Jetzt brauche ich das Ding. Jetzt kriegst du auf den Sack. Wie ich gedacht habe. Messer. Attacke. Rein. In den Körper. Können wir die essen? Wir brauchen ja was zu essen. Okay, jetzt können wir die Seile mit diesem Messer durchschneiden. Werden wir hoffentlich auch noch hinkriegen. Meine Hand. Alter, bleib mal locker da hinten. Was machen die da? Der trinkt nur. Das war nicht sein Paarungsruf. Der hört sich noch schlimmer an. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Okay. Bergungsgut sammeln, um das Messer zu wetzen. Haben wir nicht schon voll viel Bergungsgut? Können wir das jetzt damit aufmachen? Das ist nützlich. Ich hatte ja schon mal was anderes gefunden, noch mehr Bergungsgut. Ja, also will ich nur mal in den Raum werfen. Ja, das sieht auch noch ganz nach Bergungsgut aus, aber es ist kein Bergungsgut. Das ist ein Fata Morgana-Gut. Oh, guck mal an, da ist es ja wieder. Hallöchen, ihr Lieben, ihr seht ja süß aus. Hm? Habt ihr Bock, mir ein bisschen Bergungsgut zu überlassen? Was haben wir denn da Schönes? Alter, kein Bergungsgut. Alter! Junge! Genau, was ich gesucht habe. Nur ein bisschen zu wenig. Oh, Haut. Der Arme. Guck mal, dein Tod, das sah so aus, als würde man hier so ein Special Room betreten können. Special Room. Guck mal, das sieht schon nach einem Vorsprung aus, ne? Da müssten mehr Vorsprünge Vogelscheiße sein. Was hier noch? Nehmen wir auch noch. Können wir uns ein paar Bärchen. Ein Bergungsgut, da war da noch. Oh, guck mal, was hier Schönes alles gibt, Leute. Nehmen wir auch alles mit. Bäume klettern, drücken Sie X, um markierte Bäume hochzuklettern. Cool. Na, nice. Was war denn da Schönes? Aber das gilt auch, die Giftbeere. Zahn. Nicht viel mit Bergungsgut zu tun, aber trotzdem. Und jetzt können wir die durchschnibbeln. Blumenpflückerin. Oh, hier können wir auch irgendwann nachher was dran binden, seht ihr? Es muss schärfer sein. Was? Ach so, ich dachte, das wäre jetzt ausreichend, weil er das nicht mehr angezeigt hat. Okay, dann renne ich da nochmal hoch. Ich dachte, jetzt drei Geld noch Beeren als Bergungsgut, weißt du? Wisst ihr? So, ihr easy. Okay, dann gehen wir nochmal da hinten lang. Da war ja noch was oben, wo wir eh schon waren. Müssen wir aber auch so hinten rumgehen. Da hoch, da erinnere ich mich. Da müssen wir ein bisschen Bergungsgut liegen. Bin ich sehr leise, wird hier gerade geschrieben. Eigentlich, oh, vielleicht habe ich ein bisschen genuschelt. Landwirtschaftssimulator, genau so ist es. Ein bisschen Ähnlichkeit, ne? Muss ich abschreiben. Oh.
Wird aber spielen auch immer interessant, wie weit ab kann man eigentlich von so einem Weg gehen, ne? Alter. Okay, das muss ich nochmal üben. Gut, dass es jetzt nicht in der Sache passiert ist. Okay, man muss da echt nur einmal drücken. Drück da nicht mehrmals. Ich glaube, das war auch mein Fehler, warum ich immer Abstürze erlitten habe. Wobei, hier nicht nur Bergungsgut, dann ist das Messer doch scharf genug. Ist doch super. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager. Nicht scharf genug. Aber jetzt ist es doch scharf genug. Achso, ich muss das nur zusammenbauen, den Scheiß. Was ist denn da im Lager, da vorne? Und das kann ich eh noch nicht abschießen. Und da kommen wir nicht durch diese kleine Ritze da. Da wollen wir nicht. Ich höre dich gut. Dankeschön, na, dann ist ja alles gut. Vielleicht einfach den Ton mal aufdrehen. Bist wirklich leise? Was ist denn da wieder los? Dann mache ich mich mal ein bisschen lauter. So, ein Messer. Ein provisorisches will ich dazu anmerken. Ja, super. Freue ich mich doch sehr. So, haben wir noch Fähigkeiten bekommen? Nee, ne? Haben wir nur einen Punkt immer noch. Ja, dann heben wir uns den noch auf, um die andere Fähigkeit direkt zu meistern. Yeah. Sie richtig was umgebaut. Das müsste scharf genug sein. Lutsch. Irgendwas hält die Vorräte noch. Da kommen wir auch über diesen einen Dings drüber, ne? Hier, hoch wieder. Nochmal hier. Und zack. Ja, meine Ausrüstung, endlich. Na, da freue ich mich gleich mit irgendwie. Aber haben wir auch was von, ne? Guck mal, die ganzen Tiere, die hier rumfliegen. Kann man bestimmt auch nachher mit dem Bogen erledigen. So, kann man nicht jetzt jede Kiste auseinandernehmen, oder? Nur hier, schade. Sehr schade. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Okay, da müssen wir uns wahrscheinlich hier wieder so einmachen, ne? Das sieht ganz danach aus. Flupp! Muss man aufpassen, dass man das Seil nicht abschneidet und den falschen Knopf drückt. Habe ich hier irgendwas vergessen? Natürlich, jede Menge sogar. Oh Gott, Leute, die ganzen Hölzer. Hier können wir sie noch holen. Wer weiß, wann es später soweit ist. Wisst ihr, was ich meine? Wo sind sie denn? Da ist so eins. Da ist so ein Gebüschlein. Ja, her damit. Hier, guck mal. Die ganzen Beeren wollen wir uns nicht entgehen lassen. Indigo-Wurzeln. Nehme ich auch noch mit. Gönne ich mir. War schon einiges gefunden wieder. Hier muss man echt immer gut. Gerade am Anfang ist es natürlich einfach auch noch. Boah, guckt euch das mal an hier. Hier halten wir mal an. Lara kann das. Die hat genug Kraft in den Armen. Hoffentlich. Sieht einfach super geil aus. Foto. Damit uns keiner folgen kann. Schneiden wir das? Nee, machen wir nicht. Miguel! Das gefällt mir gar nicht. Miguel! Wo bist du? Oh nein. Miguel!
Miguel? Miguel, du alter Schlingel. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Miguel ist der Pilot, nochmal zur Auffrischung des Gedächtnisses. Oh, guck mal. Können wir wieder ran. Da liegt noch ein Büchlein. Ganz offensichtlich gibt es in jedem Erdteil einen eigenen Mythos über eine zweibeinige Kreatur, die im Wald lebt. In dieser Gegend kennt man sie als den Sisimite, den Hüter des Waldes. Er wird als großes affenähnliches Wesen beschrieben, das männliche Menschen angeblich sofort tötet, während es Frauen in seine Höhle bringt, um sich mit ihnen zu paaren. Geil, da freut sich die Lara doch. Und so Monster vergewaltigt werden. Was kommt denn hier vor? Was ist denn das mit dem Tomb Raider langsam hier? Kinder sterben. Vergewaltigungsmonster. Hier irgendwo runter? Nee, ne? Hier hoch, oder? Nee, auch nicht. Wo sollen wir denn jetzt wieder lang? Da vorne hinten rum? Boah, guckt euch mal die Blutflatschen hier an. Miguel! Sind das die Reste von Miguel? Blutet er aber ordentlich, du. Hi, Miguel. Jaguar. Der hat auch die ganzen Tiere gefressen. Scheiße. Ich glaube, da haben wir noch Glück gehabt, dass sie sich gegenseitig, oder? Heilige Scheiße. Ja, habe ich eben auch gemeint. Was sind da drin? Ist da gar nichts? Scheiße, ich dachte, da wäre nur Belohnung wenigstens. Boah, da ist er gerannt. Leute, das wird jetzt richtig übel. Auge des Jaguars. Hier muss ich vorsichtig sein. Ach du Heilige. Ist das einfach nur eine Sackgasse, oder was? Nee, wir kommen hier durch. Besser. Meets, meets. Bleibt der Makro, ja. Da ist was dran. Die Jaguare besiegen, ernsthaft? Das ist es. Verdammt. Oh Gott. Ich bin noch so schlecht im Ziel. Und ist ein anderer oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier liegen? Feder, toll. Nehme ich mir. Es funktioniert. Verdammt. Komm, bleib ruhig, Kätzchen. Bleib ruhig. Bleib ruhig, Kätzchen. Ne? Wir sind doch keine Freunde werden, wenn du willst. Und noch einer? Noch einer? Habe ich den nochmal erwischt. Okay, jetzt vorsichtig. Getroffen. Und viele Pfeile.
Verdammte Katze. Na, Glück gehabt. Von da, kommst du von da? Lass mal rollen, bevor der mich wieder knabbert. Jetzt warten wir, komm. Machst du wieder deinen Lauf, oder was? Dann warte ich hier. Getroffen, da kommt der andere. Boah, den einmal habe ich es nochmal gegeben, Alter. Oh. Ich rutte so hart ich kann. Was? Ey, Alter, ich schwöre euch, ich hab das Ding weggeschüttelt wie nichts. Vielleicht ist der Schwierigkeit gerade einfach zu hart. Nicht das Ding, mache ich doch. Jetzt hat's geklappt. Ah, Vorführungseffekt. Okay, der war einfacher. Alter, wir haben hier so viele Pfeile in dein Gesicht geschossen. Pfeile in dein Gesicht geschossen, Mann. Zähne könntest du auch mal wieder putzen. Oh, hey. Puh. Also, ja, ich sag mal, war fast wie auf dem Bus warten ungefähr. Okay. Ah, drücken Sie X, um sich zu heilen. Brauche ich das jetzt? Brauche ich. Okay. Ein Fähigkeitspunkt verfügbar. Sehr schön. Da können wir eigentlich mal... Ach, das können wir ja nur im Lagerfeuer. Aber die Bierchen nehmen wir auch noch mit. Können wir gebrauchen, wenn weiter solche Jaguare und solche Tiere hier Unwesen treiben. Man weiß es ja nicht, aber da kommt sicherlich noch einiges. Okay, hier sind noch ein paar Pflückchenblümchen. Die nehmen wir auch noch mit. Heilige Scheiße. Jaguar ja auch in der Maya-Mythologie, wo es hier auch viel drum geht. Also, ihr kennt sie ja sicherlich. Die Maya wurde jetzt hier auch schon öfter... erwähnt, die Ureinwohner in der Region von Mexiko. Wahnsinn, was die auch für Bauten aufgestellt haben. Also wirklich unglaublich. Diese Maya-Pyramiden und Pipapo kennt ihr auch, habt ihr auch schon gesehen. So, die Büsche nehme ich hier noch alle mit. Das nehmen wir als Geschenk. So, und jetzt gehen wir hier hoch. Weiter durch den Dschungel. Auf der Suche nach unseren Freunden. Miguel ist down. Der wurde zerhäckselt. Von Jaguar und Jaguarine. Das gehört zu dem Wrack. Jonah! Da lag noch ein Buch. Wird dir gerade geschrieben? Oh, dann will ich mal gucken kurz. Wo soll das denn sein? Da vorne? Irgendwie am Boden? Oh. Moment, hier liegen auch noch Sachen. Eine Feder. Alter, gut gesehen. Das war so ein Tuch tatsächlich. Aber kein Buch. Also nichts Wichtiges, was ich da vergessen hätte. Aber gut, sind wir nochmal zurückgegangen. Danke für eure Mitschauen. Und da war hier noch was anderes? Ich glaube nicht, ne? Ne, ich glaube... Ich hoffe ja... Jetzt, wenn jetzt... Sorry, ja, komm. Wir wollen weiter. Durch den Dschungel. Oh, guck mal da vorne. Abgebrochener Flügel. Das hat schon eine extrem geile Grafik. Ich bin wirklich verblüfft von dem Game. Von der Engine jetzt hier. Das sieht super aus, einfach nur. Mal wie der Wasserfall darunter plätschert. Die gute Lara. Hier mit dem Licht. Und so weiter. Also wirklich schön.
Manchmal hat sie die Wegfindung ein bisschen Probleme. Ich denke, da werden sie vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, weil wir... Oh, Kletterachs für weiteren Fortschritt. Oh, da müssen wir erstmal suchen. Also da, deswegen hatte ich, glaube ich, auch ein paar Abstürze. Natürlich auch meine eigene Blödheit, da will ich mich gar nicht ausschließen. Aber, manchmal dockt sie dann noch nicht richtig an oder so. Ist aber nichts, was man nicht mit dem Day-One-Patch mit minimalen Optimierungen noch lösen könnte. Oder wie ich dann da bei diesem einen Ding auch nicht rüberhangeln konnte, dann muss sie genau da dran stehen. Das hätte man ruhig den Radius ein bisschen weiter machen können. Das ist man jetzt aber auch vielleicht von Spider-Man ein bisschen sehr gewöhnt, dass man da rumschwingen kann, wie man will. Ich muss zurück. Da ist was irgendwas im Wasser, was ich übersehen hätte. Na, dann will ich mal schauen, Freunde. Wir spielen ja hier quasi gemeinsam. Das ist ja die interaktive Aktion. Und Wasser? Wasser? Das sind Fische hier auf der Seite. Oh, guck mal hier. Nehme ich auch mal kurz mit. Ach, im Wasser auf der einen Seite war das Buch. Ach, naja, komm. Egal. Sieht aus wie Lost. Ja, sieht ein bisschen aus wie die Serie Lost. Das war echt... Guck mal, was sind wir denn hier unter Wasser? Da gibt es nämlich schon mal... Hier ist ein bisschen Gestrüpp leider nur. Ach, guck mal eine an. Auch noch ein Stück. Vom Flieger. Sehr geiles Detail. Eine Höhle. Ja, Mann. Eine Forschertasche. Enthüllt Positionen von Kryptas, Schatztruhen und Überlebenden verstecken. Der peruanische Dschungel, was haben wir denn jetzt hier? Ein Überlebensversteck. Und was ist hier? Auch ein Überlebensversteck und hier auch eins. Nice, komm. Guck mal hier, da wollen wir hin. Das will ich sehen. Und was haben wir hier? Können wir noch ein bisschen schnetzeln? Mit Wasser. Oh. So, wir sollen hier rüber. Okay, was liegt hier? Das sind übrigens nicht immer Bücher, das ist teilweise nur hier dieses Tuch. Sieht aber ähnlich wie so ein Papierstück aus, ganz klar. Das Flugzeug! Jonah, bist du da? Ob er noch lebt? Was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen.
Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, lecker. Mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte herausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. War nicht mehr zurück jetzt? Oh Mann. Oh, hier ist noch eine Kiste. Kommen wir bestimmt später noch vorbei, weil ich würde ja gerne noch hier eigentlich diese Überleben verstecke. Aber guck mal hier, da. Das überlebende Versteck, muss man das vorher dann nochmal holen? Aber vielleicht kommen wir ja nochmal später da rum. Ich weiß es halt nicht, ne? Da hinten. Guck mal, hier unten ist eins, Leute. Das nehmen wir jetzt aber mal mit. Wenn wir schon diese tolle Karte gefunden haben, oder? Sehr schön. So, hier können wir noch ein Lagerfeuer eben machen. Und dann können wir theoretisch schon mal... Das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Ah, das kann ich... Wenn deine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvak Jako, okay? Ja. Hm. Weißt du, wenn es um Rache ginge, würde ich's verstehen. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich es verstehen. Es ist keine Rache. Ich glaube, ich nehme das hier tatsächlich. Bam. Dann können wir nachher das hier nehmen. Okay. Können wir hier noch was machen? Upgrades herstellen. Waffen-Upgrades benötigen Waffenteile, Ressourcen, bla 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 bla. Ne? Wählen Sie im Inventar und schauen wir mal. Okay. Zwei Upgrades verfügbar. Waffen-Upgrade. Okay, da können wir die Waffe verbessern. Tödlichkeit. Okay, da muss ich aber noch freischalten. Ich kann hier das machen, glaube ich, ne? Zack. Griffumwicklung. Der umwickelte Griff verbessert das Handling des Bogens, der sich zudem schneller spannen lässt. Okay, das war's. Mehr haben wir nicht. Ist okay. Können wir nehmen. Reicht. Wir ziehen weiter. Kannst du mal einen Blick auf die Karte werfen? Das überlebende Versteck haben wir. Das andere weiß ich nicht. Da kommen wir, glaube ich, nicht mehr zurück hin. Schade. Ich hätte es gerne noch mitgenommen, was da drin war in der Kiste. Aber vielleicht kann man da irgendwie nochmal zurück. Mal sehen.
Jetzt gucken wir uns erstmal hier diese Spirenzchen an. So, wie kommen wir hier rüber? Was meinst du, hä? Ah, sieht doch ganz gut aus hier. Hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Im Dschungel von Peru, in der grünen Hölle. Mag der ein oder andere sagen? Siehst du das? Das muss Kuwakiaku sein. Wir müssen da runter. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh. Oh. Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Na, vielleicht war es mal ein Weg. Oh, hab dich. Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Na, das sieht ja wieder aus. Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Mit Machu Picchu, der legendären Inka-Stadt. Ja, die Inka. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Waren ja eher in der südlichen Region von Südamerika, Peru. Ich glaube auch in Ecken von Chile Dieses und so. Dieses Wasser ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Vorzugsweise aber in Peru. Ah, eine Lama-Figur. Und typisches Tier in Südamerika, ganz klar. Guck mal, hier ist noch so ein Versteck, das sollten wir auf jeden Fall jetzt mal mitnehmen. Was ist denn das? Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche... Oh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das ist zu schwer. Hilf mir mal. Oh, mach mal zusammen, komm. Okay, da geht jetzt was rein, ne? Nichts. Okay. Wasser fehlt, lassen oder? Lassen wir es los. Langsam. Ciao. Das sieht doch aus, als müsste da was reinlaufen in diesen Topf da. Seht ihr das? Hier ist doch sowas wie ein Aquädukt. Okay, gehen wir mal mehr hoch. Aha, sieh eine an. Hier können wir auf jeden Fall Wasser in den Marsch bringen. Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. So ist es. Habe ich mir fast gedacht. Okay. Und du? Warst du als Kind? Ach, sorry. Wollte nicht schon wieder unterbrechen hier. Wollte gerade Kindheitsfragen stellen, aber... Ja, komm jetzt, helf mir mal lieber, anstatt hier rumzulabern. Der gute Jonah. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Der Eimer leckt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. Ja. Okay, das bedeutet, wir haben nur eine gewisse Zeit, um das zu schaffen. Wahrscheinlich dieses mit diesem zu verbinden. Damit es so hält. Oh Gott. Okay, nochmal. Erneut. Und jetzt Beeilung. Stehe ich nicht hier einfach rein? Probier was. Ich muss es gleich loslassen. Ja, aber ich weiß nicht. Schnell! Ich kann es kaum noch halten. Ja, ich muss doch schießen. Nein! Ach, ich dachte, ich könnte es da verbinden mit dem der anderen Ding im Moment. Das funzt nicht. Das funzt nicht. Okay, nochmal.
soll ich denn hier treffen in der Zeit? Was will er denn jetzt von mir? Soll ich jetzt hier irgendwie... Das macht doch keinen Sinn, was ich hier gerade mache. Und das Ding kann ich auch nicht festhalten von selber. Müsste ja irgendwie den Eimer stabilisieren. Moment mal, ich schaue mir das nochmal an. Ja, wie kann ich nur das Wasser anmachen, ne? Ja, ich glaube, wir müssen irgendwas... Muss irgendwie nach... denke ich auch, nach unten vielleicht. Vielleicht, mal gucken. Ah, da kann ich natürlich auch nicht in diesen reißenden Strom. Wo geht das Ding denn hin gerade, um das mal zu sehen? Ah, guck mal eine an. Ich muss also echt schnell nach unten springen in der Zeit, wahrscheinlich. Und dann das mit dem Ding verbinden. Okay, alter Finne. Okay, nochmal probieren. Da habe ich echt nicht viel Zeit. Das wird heikel. Und jetzt schnell rennen. Nein! Ich wollte einfach runterjumpen, ne? Hat nicht funktioniert. Okay, nochmal. Warte mal, ich guck mir das erstmal an, ey. Das war ja richtig krass. Aber... Ich hoffe, diese Konstruktion ist... Leute! Dass sie sich da nicht automatisch dranhängelt. Das ist doch blöd. Jetzt ehrlich. Ist doch normal eigentlich, oder? Irre ich mich da. Dass man da überhaupt so runterploppen kann. Ich muss erst den hier machen. Ich auch. Okay, wir können da nach unten auch rennen. Wir müssen gar nicht springen. Super, das erklärt natürlich vieles. Dann machen wir das auch nicht. Ja, wir können auch da runterspringen an der Seite. Ich glaube, es würde funktionieren. So. Und jetzt beeilen wir uns. Müssen wir hier runter rushen, wie so ein Irrer. Und jetzt müssen es eigentlich... Hier die Verbindung. Nein! Was? Ach, der Eimer leckt. Wie schnell soll man denn sein? Zu dem Eimer fließen. Ah, geil, wenigstens. Eine Belohnung. Oh, da liegt noch was. Ein paar Pilzchen. Soll ich das denn so schnell schaffen? Ich kann es kaum noch halten. Wow, schieß! Okay, Jonah. Boah. Kannst loslassen. Das war's. Geh rüber. Alter, okay. Jetzt Beeilung. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist... ein Rezept? Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Auge des Adlers. Halten Sie L1 gedrückt und drücken Sie dann Dreieck, um die Wahrnehmung Pflanzen zu nutzen. Okay, Wahrnehmung Pflanzen ermöglicht es, Lara Tiere und natürlich Ressourcen in der Umgebung zu spüren. Okay.
um auch Feinde und Raubtiere aufspüren zu können. Kann man hier nicht irgendwas lesen oder so? Nee, geht nicht. Haben wir alles gemacht. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Jetzt wieder alles normal? Erwähnt er Undead in den Notizbüchern Peru? Nein, es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder... keine Ahnung. Oh, da gibt's ein Herausforderungsgrab. Da ist noch ein Monolith. Den haben wir auch nicht. Mann, aber der ist noch verschlossen. Okay, ich verstehe. Und da müssen wir auch noch die Sachen mitnehmen. Ah, interessant. Da kann man, glaube ich, sogar nochmal irgendwie vielleicht wieder zurückrennen. Sorry. Der nächste Band behandelt Syrien. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Ach du Scheiße. Lara! Komm schon! Ins Gesicht, du Arsch! Okay, nochmal. Ein bisschen Munition? Nee, aber den Bogen. Können wir ja bereits seine Spielchen auf. Und wo kommt er? Da! Gerade noch so ausgewichen. Mist, verfehlt, verdammt. Verdammt! Aua. So schlecht geschossen diesmal. Was war los? Analogsteiniger, Szeniker? Zack, jetzt ins Gesicht. Jetzt können wir uns kurz aussagen. Wir haben nur 6 Pfeile. Ist nicht gut. Guck mal, wie hier zuschauen, die Affen. Wir schaffen das schon. Keine Sorge, Mann. Guck mal, von hier oben können wir den noch... Scheiße, nein! Boah! Alter! Boah! Verdammte Scheiße, ey. Wir rollen. Einmal verbinden, bitte. Kann doch nicht wahr sein. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss irgendwie Pfeile herstellen, schnell. Autsch. R2 gedrückt halten. Da sind wir so mitten im Gefecht. Halten Sie R2 gedrückt. Geräuschlos Pfeile herstellen. Okay, warte, hier muss ich durchhalten. Ach du Scheiße. Ich hab nicht... Wie? Was muss ich dann machen, um Pfeile herzustellen? Ich weiß es doch nicht. Bei einer Jaguar-Jagd erklärt bekommen, ist halt ein bisschen... Ist der... Ah, der Tooltip auch wieder weg. Nein! Ich kann mich doch nicht auf alles konzentrieren.
Hilfe, Jaguar! Guck mal, wie viele Pfeile wir den schon reingesetzt haben, Leute. Er ist immer noch... Boah. Okay, roll dich. So, Moment. Lass mal den hier. Ein bisschen Verheilung. Und jetzt nochmal kurz hier. Alter, der Schwierigkeitsgrad ist schon assi. Geräuschlos herstellen. Halten Sie R2, um Pfeile geräuschlos herzustellen. Muss ich weiter halten einfach? Ach, jetzt mach die einfach weiter. Einfach nur halten. Das war's. Okay, ich verstehe. Boah, dieses Arschvieh. Komm her, komm her. Na, endlich! Na, heilige Scheiße. Haben wir es überlebt noch gerade so? Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Hätten sie aber mal irgendwann anders erklären sollen, wie man Pfeile macht, weil man muss sich aufs Kämpfen konzentrieren, im Moment wegrennen, alles mögliche. Und dann soll man auch irgendwie lesen, genau, ah, R2, genau das musst du machen. Dein Rücken sieht übel aus. Au. Ich baue für uns ein Lager auf. Aber wir spielen hier halt auch nicht leicht, ne? Muss man auch sagen. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals.
liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Jetzt sind wir die kleine Lara, tapfere Abenteurerin. Boah, was sind die denn hier für ein Spielparadies, bitteschön. Kein Wunder, dass sie so klettern kann. Konnte die damals schon. Wurde komplett zum Super Survivor angezüchtet. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Geschichten aus der... Ja, aus dem Film... Ist dort oben in dem Krähennest etwas. Yeah. Nicht so ganz kongruent gehen mit der vom Spiel, Bestien, aber das ist okay. Kreuzen den Weg unserer Helden. Ob oh, sie blutrünstig sind? Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Hier, oder? Was sind das? Wurfobjekte? Was soll ich jetzt damit? Irgendwo muss man es ja anwenden können, theoretisch. Ach, soll ich die Dinger abwerfen, die Krähen, oder was? Das habe ich jetzt nicht so schnell, aber im Krähennest ist jetzt nichts. Das ist mega geil. Das ist mein Spielparadies, ey. Ja, würde ich sagen. Sollen wir noch ein bisschen weitermachen? Was sagt ihr? Noch ein bisschen? Denn da gehustet gerade. Das war da der Vater, oder? Sieht schon geil aus. Erstmal ein bisschen entdecken noch, Leute. Hier das Croft-Anwesen. Also ich meine, das ist so ziemlich das Coolste. Was hat Dad gesagt? Die ersten Nelken sprossen da, wo die Jungfrau Maria weinte? Hier liegt wieder so eine Kugel. Guck, was passiert, wenn wir die in so eine Dings werfen, hier in die Rutschbahn. Das klappt tatsächlich. Nicht schlecht. Oh, guck mal, da gibt es noch ein Untergrundding. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. O tapferer Ritter, Opfer des Königsfluchs. Verdammt zur Wache, haltet die andere vom verbotenen Grab fern. Ja, top. Kommen wir hier noch hin? Kann die hier hochklettern tatsächlich schon? Weil der Vater war ja noch oben irgendwie, aber... Ja, doch, wir sollen auch da hochklettern, oder? Wahrscheinlich auf der anderen Seite vielleicht. Oh, guck mal, hier können wir uns auch noch was anschauen. Ein Brief von Winston an Dad. Sir, mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für Sie mehr als schwierig waren. Wir alle vermissen Emilia sehr. Dennoch beunruhigt es mich, dass Lara langsam selbst das Wenige vergisst, was sie über ihre Mutter weiß. Das ist einfach schrecklich.
Ich weiß, es steht mir nicht zu, sie zu bedrängen, aber haben Sie noch einmal darüber nachgedacht, ob Sie nicht doch mit ihr über Emilia sprechen wollen? Ich bin davon überzeugt, dass es Ihnen helfen würde, über Ihren entsetzlichen Kummer hinwegzukommen. Außerdem kämen Sie sich dadurch näher. Vermutlich. Was ist mit Emilia passiert, der Mutter? Hier kann sie hochklettern. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Wenn das der Vater eigentlich sehen würde, was sie hier macht. Oh Gott. Schön, da freut er sich bestimmt, der Papi. Sieht nicht so stabil aus. Krähe, bleibt drauf sitzen. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Ja, was macht sie denn da auch? Nur wegen den Hausaufgaben oder was? Weil sie nicht auffliegen darf? Boah. Die Reparatur der Regenrinne, es wird viel kosten. Das gibt Ärger vom Vater. Der nicht mitbekommen hat. Fast geschafft. Was ist denn hier passiert? Die schöne Fahne. Das Bettlaken. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Einen Weg in das verbotene Grab finden. Da runter und runter müssen wir. Daher. Okay, wie kann man so rumschlängeln? Komm, schafft sie schon. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Schon in jungen Jahren eine super Parcoursläuferin, die Lara. Davon profitieren wir heute. Auf diesen ganzen bösen Inseln. Oha, warum mache ich immer Dummheiten? Lass sie bloß nicht abstürzen, schreibt die Rossi. Nee, keine Sorge, Scheiße! Ich gebe mein Bestes. Oh oh. Oh oh. Gibt es irgendwas Cooles hier vielleicht? Irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Aber können wir mal hier um die Ecke laufen, theoretisch. Zwei Kunden eben. Hier ist alles zu. Dann gehen wir doch mal hier rein. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow.
Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Die weiße Königin also. Dachte, wir finden sie vielleicht direkt. Ach, guck mal hier. Da ist sie doch, oder? König und weiße Königin. Da ist was in den Schilden. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Sei das 30 Nord, 90 Ost oder so, ne? Okay, guck mal mit dem Globus. Ich kann ja verschiedene Dinger drehen. Ich muss mir erstmal gucken, wie der Globus sich jetzt. 30, 90 Ost. War es, ne? So reicht das schon, oder was? Ist das okay so? So ist es mittig wahrscheinlich, ne? Kann man das nicht nochmal hier nachschauen irgendwie? Doch, da. 30 Nord, 90 Ost. Hammer. Jetzt müssen wir hier noch kurbeln. Einmal nach Norden, bitte. Tada! Entlässt die Liebe Licht um Toast. Geschafft! Das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Wer hat den denn hier hingeschleppt? Ausgestopft. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Ja, irgendwie schon. Manchmal wäre so eine Ego-Perspektive ganz nice, wo man dann noch... Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Ob diese Augen Eldorado gesehen haben? Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Was er nicht alles hat in seiner Hütte? Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Die Conquistadores. Ich kann den nettesten. 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Aus Persepolis mitgenommen. Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Die Todesmaske von Agamemnon, gefunden in Mykene. Eine Stammesmaske aus Afrika, aus Gold. Ashanti vielleicht. Na, probieren wir, was hier so geht. Ach, krass. Nice. Die Flügel entfalten sich. Wo ist die weiße Königin? Ob das den Papa so erfreuen wird? Aber wir müssen wieder runter, ne? Sollten wir. Guck mal da mal. Auch schick hier, ne? Wunderschön. Ach, diesmal ist sie nicht. Diesmal hat sie sich selbst gefangen.
Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Ja, zur Sicherheit, die Pferderüstung. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Eine Rolle aus Byzanz. Wo ist die weiße Königin? Okay, können wir jetzt die Figuren hier bewegen? Wahrscheinlich müssen wir einen dahin bewegen, ne? Auf die Position vielleicht. Vielleicht reflektieren? Guck mal, es gibt nur zwei mit Schilden. Ja, das ist bestimmt, oder? Des Rätsels Lösung. Der Ritterschild reflektiert den Lichtstrahl. Dann müssen wir die jetzt erstmal wegräumen. Okay. Ich weiß nicht, ob das schon reicht, aber könnte ich mir vorstellen. Die ziehen wir nach außen hier. Wo machen wir da hinten? Ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ich will den mit dem Schild hier rüberziehen, der da vorne steht, und dann den nächsten Lichtstrahl auch reflektieren. Mühle spielen mit Sarazar, ja, so ungefähr. Königin, sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Verdammt. Da muss noch irgendwas dazwischen geklemmt werden, oder? Wer ist das? Ich muss die weiße Königin befreien. Das sieht mir ganz danach aus, als müsste ich hier noch hin irgendwas hin positionieren. Wir selber sind es nicht. Ja, wer könnte es sein? Einfach normaler? Nehmen wir mal einfach irgendeinen. Es gibt ja keinen mehr, der noch reflektieren kann. Nee, das ist es nicht. Muss die weiße Königin, kann ich die da einfach rausziehen auf die Schiene und dann in die Reflexion? Aber das ist doch die Treppe im Weg, oder? Wie soll ich denn da rankommen jetzt gerade? Ich muss die weiße Königin befreien. Also ich denke mal, die weiße Königin muss am Ende hier auf diese Position des X's. Aber ich kann die ja nicht einfach rausziehen hier an der Leiter, deswegen komme ich dahinter irgendwie hin. Dass sie irgendwas löse, irgendwas muss ich aktivieren. Am Globus vielleicht noch irgendwas machen? Wenn die Globus drehen, hat sich da was getan, irgendwas verändert? Jetzt kann ich sie befreien. Das wäre auch die einzige Lösung gewesen, die mir jetzt eingefallen wäre. Entlässt die Liebe Licht um Toast. So, jetzt haben wir's. Erstaunlich. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy?
Der arbeitet. Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Alter, eiskalt. Guten Morgen. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Was hält der Dschungel wohl? Oh. Können wir ein neues Outfit wählen jetzt? Kaiserin Jaguar-Weste. Vorteile, Beine, lautlose Bewegung. Und da gibt es gar keine Vorteile. Aber das ist gut. Das Ding ist ein gutes Outfit. Guck mal, wir haben ja noch... Moment mal, Ausrüstung. Kann ich da noch was machen eigentlich? Nee, kann ich nicht. Okay. Macht sie denn jetzt hier? Achso, er war gerade gespeichert. Beziehungsweise geladen, das Item. Das dauert gerade ein bisschen. Moment, ich wollte eigentlich nochmal reingehen auf Ausrüstung. Und hier einmal kurz Messer, ist auch alles gut. Hier können wir nämlich die Outfits wählen tatsächlich. Guck mal, was für coole Outfits wir noch freigeschaltet haben. Yeah. Forscher. Natürlich Ressourcen. Bonus EP, Jagd. Da gibt's nichts für. Das ist Classic. Wir können mit Classic Tomb Raider auch spielen. Dunkler Engel. Geil. Finde ich lustig, dass sie es mitgenommen haben. Also das ist das Dunkler Engel aus. Das wäre Classic Tomb Raider 2. Auch mega cool. Wie eckig die noch war, oder? Ah, Aaron, dankeschön. Aber das hier hat ja tatsächlich einen Vorteil, ne? Der Forscher. Und das hier ist Regeneration. Zusätzliche Munition und lautlos Kills Bonus EP. Ja, könnt ihr ja mal nachher unter das Video schreiben, welche hier getarnte Abenteurer, gewandtes Puka Hook, Forscher oder hier Abenteurer normal, dunkler Engel. Gut, die müssen wir jetzt nicht reinbringen, das sind die Classicals. Aber coole Outfits auf jeden Fall. Ja, könnt ihr ja mal schreiben, was wir dafür cool findet, welche Outfits. Und dann nehmen wir das dann. In der nächsten Runde. Ich glaube, da gibt es ja so einige. Da kann man schon... Ne, kann man schon machen. Das hier ist echt stark, glaube ich, oder? Also vom Skill her. Sieht auch gut aus, natürlich. Das hier sieht nicht so cool aus. Okay. Und hier kann ich dann noch den Torso bestimmen. Und das sieht man dann gar nicht bei dem Outfit, oder was? Ah, ich verstehe. Wird dann bei dem Outfit nicht angezeigt. Wäre das ganze Spiel mit dem Anzug aus Teil 2 lang gelaufen. Abenteurer. Gibt aber keine Vorteile. Dann lieber Forscher. Und dann haben wir hier noch den Kram drauf.
So machen wir es. Okay, machen wir Forscher erstmal. Zack. Sieht auch nicht so abstrus aus. Und dann können wir nochmal kurz hier in die Fähigkeiten reinlinsen. Und dazu fehlt uns ein Fähigkeitspunkt. Das wäre das nächste Waffen-Upgrade. Das ist ganz gut, glaube ich. Deswegen warte ich damit noch. Und ich würde sagen, an dieser Stelle... Was ist der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ja. Ah, was es auch ist, wir schaffen es schon. Hey, schlimmer als gestern geht's ja nicht, oder? Gibt's ja etwa kein Bikini? Schreibt Locke hier. Das sind doch schöne Worte zum Abschluss für diesen Stream. Ich habe überlegt, vielleicht nachher noch einen zu machen, bin mir aber nicht so sicher. Vielleicht habt ihr auch erstmal genug von dem Spiel. Lasst mich gerne wissen. Haut gerne den Daumen nach oben bei YouTube, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten abonnieren, dann kriegt ihr es auch mit. Oder bei Twitch followen, da streamen wir ebenfalls. Ja, ansonsten würde ich sagen, das ist ein guter Punkt, hier meine Pause einzulegen. War auf jeden Fall richtig, richtig nice und hat richtig Bock gemacht. Und ich muss sagen, das Spiel macht schon echt einen sehr, sehr guten Eindruck. Vielleicht zocken wir dann gleich noch eine Runde. Mal sehen. Ansonsten geht es auf jeden Fall die Tage dann weiter. Muss allerdings dazu sagen, dass ich morgen, übermorgen im Europapark unterwegs bin und da dann ein bisschen Action haben werde. Aber schaut gerne auch mal in der Beschreibung vorbei. Da verlinke ich nachher noch alle weiteren Folgen und so. Pipapo und ihr kennt das alles. Und ja, bis dahin, Freunde. Dankeschön und bis nachher. Tschüss.